Jetzt neu, Unternehmensmanager 2011. Spielen Sie den spannenden Alltag eines deutschen Unternehmers. Ihr erster Arbeitstag beginnt gleich mit tollen Neuigkeiten. Die deutsche Wirtschaft brummt und Sie haben mit Ihrem Betrieb einen fetten Gewinn eingefahren. Jetzt können Sie Ihre Angestellten am Gewinn beteiligen und die Löhne erhöhen, müssen Sie aber nicht. Einfach mit der Lohnschere die Löhne vom Gewinn entkoppeln. Schon steigt Ihr Kontostand. Aber Vorsicht, halten Sie die Gehälter Ihrer Angestellten immer knapp über dem Existenzminimum. Sie wollen ja keinen Streik riskieren. Oh nein, Sie haben übertrieben. Die Gewerkschaft fordert mehr Geld für die Arbeitnehmer. Jetzt müssen Sie sich entscheiden. Entweder Sie spendieren den Gewerkschaftsbossen ein paar angenehme Stunden oder ein paar unangenehme. Hauptsache, Sie bringen die Gewerkschafter auf Ihre Seite. In Unternehmensmanager 2011 müssen Sie absolut skrupellos und gerissen sein. Denn nur so bekommen Sie Subventionen von der Regierung. Tun Sie einfach so, als würde Ihr Unternehmen unter irgendeinem Standardproblem leiden, wie zum Beispiel den Nachwirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, einem zu starken Euro oder, echt abgefahren, einem zu schwachen Euro. Bestehen Sie auch den schwierigsten Level. Die Menschen fordern die Einführung eines Mindestlohnes. Jetzt müssen Sie tricksen. Erpressen Sie die Politiker. Drohen Sie einfach damit, noch mehr Arbeitsplätze abzubauen, wenn Sie Ihre Forderungen nicht fallen lassen. Perfekt! Die Bedingungen sind jetzt noch besser als vorher. Holen auch Sie sich den Unternehmensmanager 2011. Aber spielen Sie auf gar keinen Fall sozial.